Mein Name ist Annette Butzmann. Ich wurde in Mannheim geboren, aber wann das genau war, verrate ich lieber mal nicht. Wer weiß, wie lange dieses kleine Filmchen im Internet kursiert. Beruflich habe ich als Arzthelferin und Röntgenassistentin begonnen und arbeite nun als Projektmanagerin im Gesundheitswesen. Zusätzlich bin ich als Autorin und Hörspielproduzentin tätig. Im Jahr 2009 wurde das Hörspiel Friedhof beim Leipziger Hörspielsommer nominiert. Weil es nur so möglich ist, ein Paralleluniversum zu betreten. Das Schreiben ist wie ein Spiel mit der größten Puppenstube der Welt. Andere Kunstformen beschränken den kreativen Prozess stärker. Der Maler hat zwar die Leinwand und Farben, aber darüber hinaus beginnt ja schon wieder die Realität. Ein Autor kann beispielsweise in einer Szene ein Bild beschreiben, eine Figur erfinden, die das Bild betrachtet und sich darüber Gedanken macht. Danach werden wir als Leser der Figur folgen und die Geschichte geht immer weiter und weiter und weiter. Und für das Bild benötige ich weder Pinsel noch Leinwand. Ich kann das alles mit meinen Gedanken herstellen. Das ist doch fantastisch. Da muss ich etwas ausholen. Autorin wird man ja nicht über Nacht. Es gibt ja immer eine Vergangenheit, eine Gegenwart und auch eine Zukunft. Für mich gibt es seit jeher zwei nebeneinander existierende Hauptwerke. Das ist zum einen die Kinderbuchreihe über einen dreiköpfigen Drachen Dreierlei, der einen klugen, einen hitzigen und einen musikalischen Kopf hat. Und zum anderen die Eisblutgeschichten. Das sind surreal-fantastische Geschichten für Erwachsene mit, sagen wir mal, leichtem Hang zum Grusel. Zurzeit arbeite ich aber auch sehr gern im Team. An spannenden Geschichten oder an Romanen mit Action, wie bei dem 5-Autoren-Roman Nebelkopfhütte. Oder im Zweierteam an Krimis. Künftig werde ich mich wieder den Hörspielen widmen, denke ich. Das Hörspiel ist eine Form, die mich schon immer fasziniert hat. In meiner Schulzeit habe ich mit einer Freundin ein Hörspiel mit Kassettenrekorder produziert. Es ging da eigentlich nur um einen Vampir, der eine Frau gebissen hat. Interessant waren vor allen Dingen natürlich die Geräusche. Das nächste Mal war es dann so um die Jahrtausendwende, also 1999 auf 2000. Und es war wieder ein Gruselstück, diesmal aus den Eisblutgeschichten. Ich schlug einem befreundeten Hörspieler vor, eine Kunstkopfproduktion zu machen. Das läuft so, dass man in die Ohren eines Styroporkopfes Mikrofone reinstopft. Das Hörspiel klingt dann extrem echt, weil man alles wie auf einer Theaterbühne aufnimmt. Leider war das dem Hörspielproduzenten zu aufwendig. Naja, und ich musste dann ein eigenes Studio aufbauen. Wie es der Zufall so will, kam ich günstig an einen fensterlosen Raum in einem Büro und mit Hilfe von guten Freunden wurde alles mit Schaumstoff gedämmt, danach wurde alles verdrahtet und es ging los. Das Hörspiel wurde dann ja doch keine Kunstkopfproduktion, aber trotzdem sehr gut. Danach ging es immer weiter mit Hörspielen. Und ich arbeite mit einem sehr kreativen Musiker, Komponisten und Tontechniker zusammen, der dann auch die Musik für die Hörspiele komponiert. Mittlerweile produzieren wir auch für andere Autoren tolle Hörspiele. Alles hat Wirkungen und Nebenwirkungen. Politische Informationen und Bücher gehören natürlich auch dazu. Was ankommt, entscheidet ja immer noch der Betrachter oder der Hörende und auch, wie dieses Wissen weiter verwertet wird. Die Belletristik und die Lyrik können noch etwas anderes. Ist es nicht wunderbar, in die Gedankenwelt eines Helden einzusteigen, sich vorzustellen, was alles machbar wäre? Und vielleicht können sich Fetzen dieser Gedankenwelt hinüberretten in die Realität und Leben verändern. Ich bin der Meinung, Literatur kann Menschen verändern.
Und was Menschen verändern kann, kann auch die Welt verändern. Der wichtigste Ratschlag könnte eigentlich für jede andere Unternehmung auch gelten. Übung, Vorbereitung und Tapferkeit. Übung heißt schreiben, schreiben und nichts weiter. Vorbereiten heißt ja, sich auf das Gegenüber vorbereiten. Das Gegenüber kann der Leser sein, aber auch das Publikum, ein Pressevertreter, der Lektor des Verlags. All jene sollen ja das Geschriebene gutieren können, genießen können. Am besten kann man sich übrigens in Autorenvereinigungen vorbereiten, wie zum Beispiel der Lit-Off. Und Tapferkeit heißt, nicht gleich entmutigt aufgeben, wenn ein Manuskript mit dem üblichen Verlagsblabla passt nicht ins Programm zurückkommt, tief durchatmen und weiter geht's. Ich wünsche mir für die Zukunft, neben dem weltumspannenden Frieden, dass ich eine bekannte Bestseller-Autorin werde und jeder mindestens ein Buch von mir im Regal oder im E-Book hat. Das schneiden wir dann raus, ne? Das wären ja eher die Fernziele. Nahziele wären, dass ich meinen ersten Kriminalroman im Zweierteam mit Nils Ehler zu Ende bringe und dass unsere Auftritte mit Krimi con Cello viele Zuhörer finden. Ich wünsche mir sehr, dass meine Geschichten, Hörspiele und Veranstaltungen für die Leser und Zuhörer unterhaltsam und spannend sind, sodass wir uns immer wieder, wie in diesem Falle mal virtuell, begegnen können.